und zusammen. Und weiter geht's mit Frosty Dwarf. Frostpunk. So, Baracken sind wärmer als Zelte und Häuser sind wärmer als Baracken. Wenn jemand stirbt, verlieren die Menschen Hoffnung. Wenn es keinen Platz gibt, um die Toten zu begraben, werden sie unzufrieden. Ja, Zufriedenheit ist bislang das geringste Problem, glaube ich. Ich kann die Zufriedenheit eigentlich immer mal wieder ein bisschen hochpushen. Dadurch, dass ich sage, hier, komm, Notfallschicht und so weiter. Das mache ich morgen früh auch, wenn der Arbeitstag beginnt. Dann gibt es nochmal eine... Ach Quatsch, komm. Hier. Und zack. So. So, dann wird jetzt nämlich schön weiter geforscht. Rationalisierte Prothesen erforscht. Prothesen kosten jetzt 5 Stahl weniger in der Herstellung. Das ist cool. So, Generator, Reichweite, Leistung. Kohleverbrauch ist 3-mal so hoch. Rohstoffe, Kohleabbau, Kohlegenerator, Dampfkohlegenerator, den möchte ich dann haben als nächstes. Dann kann ich die Dinger hier, Kohlegeneratoren vielleicht ausbauen. Sodass dann 4 Sammlerhütten hier dann ran können. So, ein neues Gesetz erlassen. Und welches das war, habe ich gerade verpasst. Ups. Hoffnung sinkt leicht, Zufriedenheit steigt. Hoffnung steigt. Ungefähr 30% der Leute werden zu Amputierten. Verlängerte Schicht. Na, lieber noch nicht. Ich habe ja gerade ordentlich in Unzufriedenheit investiert, würde ich sagen. Schauen wir mal hier. Propagandazentrum. Steigert die Hoffnung. Propagandasendung kann Bekanntmachung verteilen und die Hoffnung steigern. Ja, das mache ich mal. Bau ein Propagandazentrum. So, Ordnung ist das sehr wahrscheinlich, ja. 40 Stahl. Schade eigentlich. Also, es ist jetzt hier quasi nicht hervorgehoben, weil ich es mir nicht leisten kann, aber... Wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn man schon mal gucken könnte, wie groß ist das so von der Grundfläche, hat das ein Einzugsgebiet oder so. Ich kenne die Gebäude ja noch nicht. So, die Frage ist, minus 40 Grad. Hier mache ich auch in Kohle. Essen eingebunkert. Oh, guck mal, Kinder. Ich habe ja noch eine Suppenküche jetzt am Start. Dann, oh, einmal kurz Pause machen. Mein Essen ist fast alle. Was ist denn da jetzt los, Leute? Wo habe ich denn noch Kinder in der Kohlemine? Hier 5
Kinders raus. Da gehen sie rein. So, und die machen eine Standardmahlzeit. Dann habe ich irgendwie beides mit drin. Ist natürlich nicht ganz so effizient wie die Suppe. Da machen wir fünfmal Essen aus zweimal Rohnahrung. Hier dann halt nur zweimal. Warum, wo der herkam. Ja, dann warten wir mal auf den Arbeitstag. Geht ja gleich los. Machen wir die. Die sind unterwegs. Der bringt Dampfkohlegenerator, um oberirdische Kohlehaufen zu generieren. Häuser. Ermöglicht den Bau von komfortablen Häusern. So, und das verstehe ich nicht. Ich habe doch hier. Das Kohle, das sind meine beiden Speertrupps. So, aber ich weiß, ich habe doch hier noch einen zweiten gebaut. Das wird, ich glaube, die Leute sehen einen Führungswechsel. Sehen einen Führungswechsel herbei. Nee, nee, nee. Kommen wir mal nicht so, Leute. Aber kann das sein, dass mein Außenpostenteam hier schollen ist oder so? Keine Ahnung. Ich hole mir mal ganz kurz hier 10 Arbeiter raus. Obergrenze ist 1. Obergrenze ist 1. Kohle ist ausgegangen. Ja, schöne Scheußlichkeit. Außer Betrieb, weil zu kalt. Ja, nee, es wird eher noch kälter, als dass es hier irgendwie mal wärmer wird. Generator fährt herunter. So, er ist gleich fertig. Der geht dann hier direkt in die Kohle. Dann sollte ich auch direkt auf den nächsten sparen. Errungenschaft freigeschaltet. Gebaut, um zu dienen. So, der geht da in die Kohle. Achtzig Stahl, 80 Holz, 50 Kohle. So, dann kommt hier einmal kurz raus. Könnt ihr hier mal kurz arbeiten helfen? Auch noch 10 Kinder drin. Da sind 10 Kinder drin. Achso, Propagandazentrum, siehst du. Kann es in der Stadt nur einmal geben. Ja, das setze ich mal hier hinten mit dran. So, und der Generator fährt hier wohl nicht runter, der bleibt an. Haus ist erforscht. Sehr cool. So, Rohstoffe. Kohlegewinnung. Optimierung des Kohleabbaus. Kohleminen, Dampfkohleminen und fortschrittliche Kohleminen arbeiten 10% effizienter. Yep. Brauche ich relativ dringend, weil sie immer frischer wird.
Wie kann ich die Essensration erhöhen? Das ist rum. Ach, da, gucke mal. Ha, ich Idiot. Ich brauche auf jeden Fall mehr Stahl. Ach, jetzt sind die ja auch wieder unterwegs. Ich dachte schon, da wäre irgendwie ein Bug drin oder so. Okay, noch ein Ingenieur über. Zentrum wird gebaut. Da ordentlich Holz, dann könnte ich eigentlich noch mal hier so eine Straße hochziehen. Ups. Ist sicher in die Stadt zurückgekehrt. Du kannst Speer gucken. Okay, cool. Ja, um die Leute kümmere ich mich gleich. Die Speer sind zurück. Keine Ahnung, ich würde mal sagen, ich schicke die hier einfach mal hoch. Vielleicht gibt es ja noch neue Erkundungspunkte, dann würde ich mit dem Trupp dann hier die neuen untersuchen und mit dem Trupp dann hier weiter forschen. Schauen wir mal. So, eine entrüstete Frau. Sir, unsere Wachen haben diese Frau gemeldet, weil sie auf ihren Patrouillengang attackiert hat. Sie hat sie beschimpft und mit ihren Fäusten auf sie eingeschlagen, als sie sie herbrachten. Ich wäre auch von selbst gekommen, sagt die Frau. Diese Schweinhunde belästigen mich Tag ein, Tag aus und ich bin es leid. Sie sagen, sie mussten überprüfen, ob alles in Ordnung ist, aber das ist nur eine Ausrede, um ihr nachzustellen. Bestraft sie, sinkt die Hoffnung, weist die Wachen zurecht, dann steigt die Hoffnung. Einsatz der Patrouillen? Nee, komm. Weiß die Wachen zurecht. Leute, übertreibt's nicht. Apropos Patrouille. Wo konnte ich denn das jetzt nochmal? Patrouille. Unzufriedenheit sinkt, Hoffnung steigt. Yep. Auch noch mal so ein Rohstoffdepot bauen, aber ich spare jetzt erstmal auf so einen Automaten. Hier schon mal wieder Ingenieure reinsetzen. So, die Sammelhütten. Zack, kommen Kinder. Achso, warte mal. Rohstoffe. Dampfstahlwerk hatte ich, glaube ich, schon verbessert. Naja. Kohlemine. Dampfkohlegenerator. Guck mal, die könnte ich nämlich ausbauen, die beiden. 25 Stahl, aber dann wäre mein Stahl komplett weg. Kohleabbau ist effizienter. Dampfsäge wird wohl nicht unbedingt. Ein Holzkohlemeiler wäre nochmal ganz nice. Ich habe nämlich recht viel Holz und dann könnte ich den in Kohle umwandeln. Und wir haben Obdachlose. 25 Stahl, Stahl, Holz. Ja. Möchte ich eigentlich nicht. Grenzt nicht an Straße. Zack, zack. So, dann mache ich jetzt erstmal kleinere Häuser. So, dann nehme ich gleich 70 Stahl zusammen. 57 Leute, sehr cool. Kohle läuft auch. Rest time. Work is done for the day. Work is done today. Okay. Die Arbeit ist für heute erledigt.
Londoner nutzen die Unzufriedenheit aus. Einige werden überzeugt. Einer der Londoner spricht zu einer Menschenmenge. Er versucht, ihnen Angst einzujagen, damit sie sich dem Exodus nach London anschließen. Doch seine Untergangsvisionen stoßen auf wenig Gehör bei den Einwohnern, die mit der Situation in der Stadt zufrieden sind. Die Anzahl der Londoner steigt plus 11. Anzahl löst die Menge auf. So, da ist Ruhe. Propagandazentrum wird gleich gebaut. Wie kannst du uns so behandeln, nur weil wir jemandem zugehört haben? Ja, Leute, nicht in meiner Stadt. Cool, die Häuser werden gebaut. Es sind nur noch 7 obdachlos. Und Imsen wird beauftragt. Nee, warte mal. So. Gut. Sobald die Rohstoffe da sind, wird dann angefangen zu bauen. So, Propagandazentrale gebaut. Die Propagandazentrale kann jetzt die Gesinnung der Einwohner im Auge behalten und sie beeinflussen. Die Hoffnung steigt. Okay. Jetzt sind wir wahrhaftig eine Stadt der Ordnung. Ordnung über alles. Oh Gott. Dies wird alle anderen daran hindern, dass in unserer Stadt Ordnung herrscht. Entschuldigung. Dieses Zeichen erfüllt unsere Herzen mit irgendwas. Was kann ich denn hier machen? 10 Holz, 2 Tage. Indem wir jedem Haus dann eine Bekanntmachung zukommen lassen, versichern wir den Einwohnern, dass wir auch unsere Stadt durch die Aufrechterhaltung der Ordnung beschützen. Yeah, machen. Propagandaflugblätter. Okay, da sind Zelte und denen ist zu kalt. Dann würde ich hier nochmal so ein... Ja, wie heißt denn das hier? Einwohner nicht. Technik. Dampfzentrum. Gucke mal. Müsste da am besten mal irgendwie zwischen. Straße bauen. Hier ein Stück hoch. Guck mal, können wir eigentlich mal da hochziehen. Technologie. Dampfzentrum. Yep. So, wie sieht's hier unten aus? Auch sehr kalt. Der hätte einen Kreis bis hier. Ne, mach den mal aus. Jetzt baue ich hier auch noch einen dazu. Zack, Dampfzentrum. Jupp. Hier oben haben sie alle, oder? Oh, das sieht gut aus. Schließen sich den Kieferraum. Ach, krach. Habe ich tatsächlich verpennt gerade. Das hatte ich da eigentlich gerade geforscht. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Verbesserte Heizkörper, das ist in den Arbeitsgebäuden. Erkundung. Hier habe ich sogar alles. Sehr cool. Dann mache ich mal die effizientere Kohlemine. Es wird nämlich gleich noch kälter. Ach genau, jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Rohstoffe. Ich habe diesen Kohlemeiler. Wo ist er? Da. Erzeugt enorme Hitze und verkohlt bis zu 70 Holz pro Standard Arbeitstag. Liefert 210 Kohle. Da kommen noch Sammelhütten hin. Da werden Rohstoffquellen zerstört. Ja. Zack. Könnte ich eigentlich mal. Wo ist er? Ach, 30 Stahl hat er gekostet. Schade. Okay, ich wollte gerade sagen, könnte ich eigentlich mal 2 von ihm schneiden. Hat sich gerade erledigt. Geringes Risiko, krank zu werden. Also, solange das Risiko gering ist, stecke ich da nicht mehr Kohle rein. Sind krank geworden, aber dafür habe ich ja die Sanitätsstation.
keine Kinderarbeiter. Warte mal. Sammelstellen. Was kostet denn so eine Sammelstelle? 15 Holz, 5 Stahl. Setze ich mal noch eine mit ran. Ja, und dann warten wir mal auf den nächsten Arbeitstag. Nahrungsdiebstahl. Jemand hat 7 Essensrationen aus dem Vorratslager gestohlen. Das heißt, dass es Londoner waren, die sich Vorräte für ihre Reise beschafft haben. Anscheinend gewinnt die absurde Idee, nach London zu gehen, immer mehr Anhänger. Die Wachen könnten einen Teil der gestohlenen Nahrungsmittel wieder beschaffen. Unzufriedenheit steigt. Gut, den Scheiß zurück, Leute. Wachen erfolgreich. Cool. Auch definitiv noch mal so ein Vorratsrohstoffdepot hier. So, da kommt dann Essen rein. Und jetzt ist mein Stahl alle für den Automaten hier oben. Da aus. Die sind gleich da. Mach ich mal die Zeit. Ups. Londoner verlieren Anhänger. Sehr cool. Die ersten überzeugt. Sir, einige der Einwohner, die nach London fliehen wollen, haben es sich anders überlegt und wollen hier weiterkämpfen. Sie sagen, ihre jüngsten Entscheidungen hätten sie davon überzeugt, dass es hier für uns noch Hoffnung gibt. Ich freue mich, das zu hören. Naja, ne? Tendenz sinkt. Das ist cool. Gehen wir der Arbeit, wir dürfen nicht unachtsam werden. Und es wird gleich noch kälter. Sieht aber eigentlich ganz. Ja, verdammt, guck mal hier hinten. Geringes Risiko, Sägewerk, kalt. Ja, hier müsste ich nochmal so einen Generator rein, Dampfzentrum reinsetzen. Mache ich gleich auch. Stahl muss ich mir dann was anderes überlegen. So, Stahl ist ausgegangen. Ja, leider. Speisehaus ist kalt. Oha. Eiskalt. Sehr hohes Risiko, krank zu werden. Aber das ist eh nicht in Betrieb. Kohlemine ist eiskalt, aber da ist der Automat dran. Geringes Risiko, mittleres Risiko. Eiskorridor. Speer sind angekommen, okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Kinder aus der Kohlemine raushole und stattdessen in dem Stahlwerk arbeiten lasse. Dann bekomme ich über Nacht zwar keinen Stahl mehr, aber dafür Kohle. Ich glaube, das mache ich auch. Da oben ist es gerade eh ein bisschen wärmer im Stahlwerk. Wir folgen dem breiten Korridor von zerborstenem Eis, die amerikanische Dreadnought, die USS Hephaestus, hinterlassen hat. Triumph der Technik. Wir wundern uns, wie die amerikanische Dreadnought, die USS Hephaestus, die dicken Eisschollen durchbrechen und wegschieben konnte. Vielleicht erfahren wir bald, wie es das geschafft hat. In der Ferne können wir etwas Großes erkennen, dass das Schwesternschiff die USS Prometheus sein könnte. Hier gibt's nichts zu suchen. Macht weiter. Genau. So, dann geht ihr nämlich da hin. So, und? Jungs, Kinders, Feierabend. Der Automat geht hier raus, Kinder rein und... Der Automat geht zur Kohle rüber. Und eigentlich könnte ich mal so nett sein und die Kinder aus dem Stahlwerk holen. Oder allgemein. Sprechen wir halt.
Notfallschichten allgemein mal eher die Kinderarbeit reduzieren. Ich habe jetzt ja noch einen ganzen Satz Arbeiter. Treiben, da können sie arbeiten, das sind ja Pflanzen. Die müssen allerdings noch mal ein bisschen mehr Brennstoff bekommen. Das wird gerade sehr frisch bei den Jungs. Mittleres Risiko in der Sammelstelle. So. Kohlegenerator. Sägewerk, das wird betrieben. Geringes Risiko. Ja, mal gucken, wie lange die Kohle hält mit den Einstellungen. Sieht ja nicht so schön aus. Bauen. Rohstoffe. Achso, da, Holzkohlemeiler. Zack, rein mit den Arbeitern. Der geht auf Essensration. Sind auf jeden Fall viele in Behandlung. Außer Betrieb. Warum? Zu kalt? Ja. Stahl ist ausgegangen. Ja, ich weiß. So, eine Dampfkohlemine erforscht. 600 Kohle pro Standardarbeitstag. Okay. Warte mal, wo war denn die Kohlemine? Kohleabbau, war der das? Kohlemine, ja, 240 und die bringen 600. Okay, die sollte ich auf jeden Fall ausbauen. Frostbeulen. Einige unserer Leute ist schwer krank. Diagnose Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin derartige Kälte arbeiten müssen, war das nicht der letzte Fall. Zur radikalen Behandlung oder das Lebensaltersgesetz in Erwägung. Wir müssen handeln. Radikale Behandlung. Zusatzration für Kranke. Pflegeheim. Vorbildliches Verhalten. Sir, eine Gruppe von Einwohnern hat unter der Leitung eines Vorarbeiters Inspiration in ihrer Arbeit gefunden und entschieden, ihren Arbeitsplatz eigenständig zu organisieren. Ihre Einstellung und Motivation sind heute vorbildlich. Sehr gut, mach weiter so. Hoffnung ist sehr gut. Und guck mal, man sieht hier ganz links am Rand, sieht man schon, wie sich der Frost hier so ein bisschen zuzieht. Was ist das? Eine Sammelstelle. Jupp. Die schaffen dann noch Kohle ran. So, und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Sammelstellen. Wo blinkt der? Lagerkapazität erreicht? Ne, eigentlich nicht. Cool, da kommt gleich noch Kohle nach Hause. Brauchen wir auch dringend. So, der braucht nicht, der braucht nicht. So, Stahlwerk. Krankenhaus ist erträglich. Siehst du, ich kann auch die Arbeitsplätze irgendwie noch erforschen. Oh Gott, die Speer sind angekommen. Stahl. Die meisten Maschinen an Bord der USS Prometheus wurden demontiert und abtransportiert. Der massive Dampfhammer, der auch das dicke Eis zerschlagen konnte, liegt zerbrochen am Bug des Schiffs. Berechnendes Genie. Die nützlichen Maschinenteile der Dreadnought wurden bereits geborgen, aber ihre Hülle enthält noch so viel Stahl, dass der Bau eines Außenpostens gerechtfertigt wäre. Sehr cool. Auf der Brücke haben wir ein Logbuch mit Teslas letzten Befehlen gefunden. Bringt alle Vorräte und die kräftigen Überlebenden auf die USS Hephaestus. Nehmt die Amputierten nur mit, wenn genug Prothesen vorhanden sind und sie sich nützlich machen können. Nehmt die Rohstoffe. Geil, okay, und die gehen jetzt einmal nach Hause. Ich brauche den Stahl. So, und dann gehen die halt hier weiter. Und dann würde ich gerne nochmal so einen Außenposten bauen. Aber, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kein Bauplatz mehr vorhanden für das Ding.
hier mit der Wärme aus? Nicht so muggelig. So, da gehen jetzt mal. Guck mal, Ingenieure raus. Kinder gehen da jetzt in die Sammelstellen. Ein neuer Automaton wurde gebaut. Gut. Arbeiter weg. Der geht ran. 60 Kohle. Ich müsste eigentlich mal zusätzliche Speer, schnelleres Außenposten-Team, ausgetrunken Speer, neuer Automatenentwurf, Eingliederung von Automatoren, medizinisch. Schade. Was kostet das denn? 75. Zusätzliche Speer. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich hier Außenposten kriege, aber. Also noch ein Außenposten-Team, ne? Das wäre ganz cool gewesen. Heizung. Generator, Reichweite. Verbesserte Heizkörper. Heizkörpereffizienz nehme ich dann danach. Also noch 10 Kinder, dann Sammelstelle. Arbeiter raus, Kinder rein. Da sind Arbeiter. Holz wird nämlich langsam weniger. Dann würde ich jetzt hier mal Arbeiter reinsetzen. Mittleres Risiko, krank zu werden. Dann heizen die sich mal ein bisschen ein. Das Sägewerk ist eiskalt hier, aber da arbeitet auch keiner. Cool. Tendenz sinkt mit dem. Achso, hier. Da ist es sehr kalt drin. Ne? Cool, da kriegt man sogar ein kleines Frostsymbol noch mal als Hinweis. Das ist geil. Patrouille. Ach, keine Essensration. Außer Betrieb. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Geschlossen zu dieser Tageszeit, dann machen wir aus. Sparen wir uns die Kohle über Nacht, wenn die eh gerade geschlossen sind. So, wir wollen. Die Schwerkranken. Hoffnung steigt leicht an. Schwerkranken werden in Sanitätsstationen arbeitet. Hoffnung steigt, Unzufriedenheit sinkt. Es mag vernünftig sein, aber es ist trotzdem grausam. Bei uns, all unseren medizinischen Fortschritt, müssen wir darauf zurückgreifen. Yep. Warte mal, ich habe doch hier Hütte für fliegende Jäger. Funktionsfähig, Basishaltsstufe, okay, die arbeiten. 30 am Tag. Die arbeiten auch. 5 Essensrationen, 10 Essensrationen, ja schade. Kein Essen mehr. Wenigstens habe ich noch hohe Kost. Und die Kohle sinkt aber ganz rapide hier. Es werden immer mehr krank. Noch ein Diebstahl. Captain, die Londoner stehlen wieder. Sie haben 64 Holz aus dem Vorratslager entwendet. Die Einwohner sind wütend darüber, dass den Londonern ihre verrückte Idee wichtiger ist als die Bedürfnisse der Stadt. Lass sie in Ruhe, die Wachen sollen sie fassen. Nicht in meiner Stadt. Wachen erfolgreich, das ist cool. Die Londoner stehlen Vorräte. Erwischt. Unsere Wachen haben gute Arbeit geleistet. Sie haben die Vorräte wieder beschafft und noch wichtiger, einen der Übeltäter gefasst. Jetzt können wir diesen Diebstählen ein Ende machen. Was sollen wir mit dem Dieb machen? Du hast 3 Tage Zeit, ein Gefängnis zu bauen. Lass ihn gehen, aber wir werden bald einen Platz für ihn haben. Diese Person wird die Stadt für immer verlassen. Die Unzufriedenheit steigt. Unsere Einwohner werden über sein Schicksal. Du hast 3 Tage Zeit, ein Gefängnis zu bauen.
Ganz so hart bin ich nicht. 3 Tage Zeit, ein Gefängnis zu bauen. In knapp 12 Stunden kriege ich hier einen neuen... Gesetzesentwurf. So. Ein Automat wird noch gebaut, sobald es gleich an den Tag geht. Und Kohle steigt minimal, oder? Na, nee, doch nicht. Sah gerade für einen kurzen Moment so aus. Londoner verlieren Anhänger, sehr cool. So, warte mal, es ist Nacht. Rohstoffe. Dampfkohlemine. 2 Dampfkerne. Ich muss eine Mine hier, 1 Dampfkern, 32 Stahl. Ja, komm, die bauen wir jetzt aus. Dann haben wir da Ruhe an der Stelle. Hoffnung kehrt zurück. Zum ersten Mal konnten die Londoner niemanden davon überzeugen, unsere Stadt zu verlassen und nach London zu fliehen. Die Einwohner erholen sich allmählich von ihrem Schock wegen Winterheim und blicken wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Sehr cool. Verbleibend 47. 6 Tage, 15 Stunden. So, dann baut das Ding hier mal ganz schnell aus, Leute. So, und als nächstes kommt dann das Gefängnis. Und... sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, warum wird hier nicht gebaut? Kann ich eigentlich mal die Straße hier hochziehen? So, und das Ding heizt sich gerade auf. Aber ich muss jetzt hier meine Suppenküchen, die haben irgendwie gar nicht mehr gearbeitet. So, damit ist Kohle auch erledigt, würde ich sagen. Die sind in 6 Stunden wieder zurück. 24 Patienten in Behandlung. 68 Kohle. Den fehlt. Ja, 10 mal Stahl noch und dann kann ich mir noch einen Automaten bauen. Und der geht dann wahrscheinlich ins Stahlwerk. So, Arbeiter, Färbe. Stahl ist uns ausgegangen. Yep. Aber sie fangen an zu bauen. Sehr cool. So, Patrouille. Unzufriedenheit sinkt, Hoffnung steigt. Das Risiko, krank zu werden. Das ist kalt in den Hütten. Ja, ich brauche echt viel Stahl. 6,5 Stunden sind die Jungs zurück. Verbesserte Heizkörper erforscht. So, an Arbeitsplätzen wird es jetzt ein bisschen wärmer. Die Reichweite von denen würde ich vielleicht noch mal vergrößern. Heizung. So, Heizkörpereffizienz wollte ich haben. Heizkörper verbrennen weniger Kohle. Kohleverbrauch ist 3-mal so hoch. Kohleverbrauch ist 3-mal so hoch. Generatoreffizienz.
Späher sind angekommen. Arktische Station. Die Tür der arktischen Station wurde eingeschlagen. Drinnen sind Kampfspuren zu sehen. Zerbrochene Möbel, beschädigte wissenschaftliche Instrumente und Blutspuren. Die letzte Entdeckung. In der geplünderten Station fanden wir Teslas Audiotagebuch. Eine Stimme sagt, die beobachteten Veränderungen, auch die Verdunkelung der Sonne, können nicht ausschließlich durch Vulkanasche verursacht worden sein. Was, wenn das große Erdbeben 1887 in Patagonien ein Asteroideneinschlag war? Rufe und Lärm sind zu hören, dann Stille. Zahlreiche Spuren führen von der Tür in Richtung der Berge. Höhlenversteck, nehmt die Rohstoffe. Aber auch ihr geht einmal nach Hause. Oder? Nein. 7 Stunden bis Ankunft. Schneebedeckte Vorräte. Da gehe ich hin. Und mein Nahrungsdepot, Fischerdorf. Außenposten abbauen. So, ihr geht nämlich hier hin. Außenposten-Team 5 geht da. Ich brauche Stahl, Stahl, Stahl. Ich will nämlich alle Häuser ausbauen und noch gewaltig forschen. Baue ein Gefängnis. Gut. Die Kranken werden wieder gesünder. Gleich wird es 2 Stufen wärmer. So. Generatorreichweite. Ganzkörpereffizienz. Ja. Dafür brauche ich da ein bisschen weniger Kohle. Und kann ich hier eigentlich nochmal Vorarbeiter? Ja. Vorarbeiter, Vorarbeiter. Vorarbeiter, Vorarbeiter. Dann hier nochmal den Vorarbeiter, 10 Essensrationen. Und ihr macht eine Notfallschicht, Leute. War mal kurz Pause. So, Vorarbeiter. So, ich kloppe jetzt mal ein bisschen Essen auf den Markt. Propagandazentrum. Gesetz! So, ich brauche auf jeden Fall jetzt das Gefängnis. Ups. Das war hier. Yeah. Ordnung! Gefängnis, 40 Stahl. Kommt hier beim Propagandazentrum hin. Sammelbaren Rohstoff in Reichweite. Okay, dann müssen wir den hier irgendwie mal ausbauen. Rohstoffe. Dampf, Kohle, 25 Stahl. Ja. Yeah. Sperrt sie allein. Cool, es wird wärmer. Also, Kohlevorrat steigt, das wollte ich gesagt haben. Gut, Feierabend. Die arbeiten durch. Pause. So, und zwar macht ihr mal morgen effizienter. Ihr auch. Können gar nicht effizienter. Na, die können eh nicht mehr arbeiten. Da habe ich schon. Da geht das auch nicht. Hier auch nicht. Da habe ich schon. Das sind nur die Lager für Essen. Holzkohlemeiler, den mache ich auch mal effizienter. Dann mache ich den, hatte ich schon. Gut. Was habt ihr denn hier Schönes? Die Londoner nutzen die Unzufriedenheit aus. Einige werden überzeugt.
Einer der Londoner spricht zu einer Menschenmenge. Er versucht ihnen Angst einzujagen, damit sie sich dem Exodus nach London anschließen. Doch seine Untergangsvisionen stoßen auf wenig Gehör bei den Einwohnern, die mit der Situation in unserer Stadt zufrieden sind. Lasst ihn in Frieden. Wird aufgelöst. Und hier mache ich eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao.